Moin zusammen, wir hüpfen zu zweit eine Runde nach Edgefield. Der letzte Geist, ja, der war richtig Feuer und Flamme gewesen, uns zu killen. Mal schauen, wie es jetzt hier wird. Okay, Breaker in der Garage, Kruzifix EMF und Feuerzeug, okay. Diesen Starter-Items, den könnten wir. Oh, Null Sanity habe ich nebenbei auch gemacht. Starter-Items könnten wir theoretisch beim Challenge-Mode machen, weil Challenge-Mode zählt als Starter-Items, weil man selber nichts mitnimmt. Gucken wir mal. Erstmal rein nach Edgefield. So. Oh, wir haben Heavy Rain. Okay. Ja, ich habe die Kerzen draußen nicht anbekommen. Moment. So. Licht hier anmachen, damit wir auch wissen, falls es aus ist, dass es der Geist war. In der Garage ist ein Versteck beim Breaker. Geht die Knochensucherei wieder los. Das klingt gerade wie so eine Spraydose. Meine ich das nur oder höre ich hier Zeugs fliegen? Ich bin jetzt nicht sicher. Ich glaube, ich habe was gehört. Hier in der Küche, der zerlegt gerade die Küche. Du kannst aber oben nach Verstecken und Knochen suchen. Jetzt kein Versteck hier, aber wir haben die Garage, was gut ist. Okay, Geist, wo bist du denn? Erzähl mal. Du hast schon mal die Kerze ausgemacht. Interessant. Jetzt sei mir bloß nicht wieder so ein Onryo hier. Unten im blauen Zimmer im ersten Raum ist direkt ein Versteck im Schrank. Ach, wir haben gar kein T1-Thermo mehr. Okay, die Kerze da ist aus und Zeugs in der Küche ist geflogen. Okay, hoffen wir mal, dass das jetzt hier safe ist. Ich nehme schon mal Smooch mit. Mache auch dieses Licht schon mal aus. Man weiß ja nie. Weil wir können nicht sprinten, das ist das Problem. So. Kerzen sind drin. Oh Mann, die Performance war so gut am Anfang des Updates. Jetzt ist die Performance wieder so dermaßen scheiße irgendwie. Ich weiß nicht, was die da immer alles ändern müssen. Jetzt habe ich wieder so miese Performance. So, die tun wir hier her. Obwohl, na, ich tue sie lieber hier hin, damit wir die Türen sehen und dann kann man die ja drehen. So, das kommt hier hin, das kommt hier hin. Dann Sensoren, das und den. Schon irgendwo dran geklopft, irgendwas angefasst? Nein. Das Komische ist, ich sehe keinen Atem. Sag mal, bist du etwa da hinten in dem kleinen Raum? Es kann natürlich möglich sein, ne, dass der da hinten ist. Ja, sie sind gleich gut erschlafft, was auch noch ein Versteck im Schrank. Gucken wir mal, ob er hier ist. 12. Zum vorletzten links. 2,9. Gucken, was ist hier. Okay. Okay, unser Kamerad ist wahrscheinlich in der Küche, wie es aussieht. Weil da zerlegt ja alles, da ist es auch am kältesten. So. Oh mein Gott, was sind das für krasse FPS-Einbrüche hier an manchen Stellen? Das ist so komisch. Gestern lief noch alles richtig schön geschmeidig und jetzt. Ach, es ist aber auch mal wieder das OBS, was wieder am Rad dreht. Ich weiß nicht, was da los ist. Die stellen wir mal in die Mitte für Big Brother für später. Das nehmen wir mit in die Garage. Zum Absichern. Na, jetzt gehen die FPS ins Unendliche nach unten. So, die stellen wir hier hin, damit wir auch dahin gucken können. So, dann sichern wir den Raum einmal ab. Bauen unseren Ghost Highway hier.
Komisch ist, dass ich da keinen Atem sehe. Ich mache das Ding hier mal lieber wieder aus. So. Noch ein Buch. Ah, da ist schon einer in der Tür. Perfekt. Das heißt, wir tun den hier hin. Ist das mein Atem? Ich denke mal, das war mein Atem. So, du kommst neben das Putzi. Diese Kerze hat er, glaube ich, auch ausgepustet. Die habe ich doch vorhin auch angemacht. Der Geist wird gerade versorgt. Ja, da ist er schon reingelatscht. Wo ist denn das Versteck? In der Garage. Hat irgendwas im Wohnzimmer wohl geworfen. Der hat, glaube ich, die Kerze hier ausgemacht. Ich habe jetzt kein Feuerzeug, leider. Der ist hier. Ich glaube, ich bin gerade durch den Sensor das gelaufen, oder? Nee, nee, vorher ist der durchgelaufen. Da war ja unser Pilzen. Die Tür. Keine Fingis. Jetzt ist er hier. Ich glaube, der ist hinter mir her. Er hat aber gerade hier die Tür angefasst. Gucken, zählen die überhaupt alle? Ja, sieht gut aus. Die Bücher sind alle leer. So, ich habe die Kamera. Hä, war das die Tür hier? Jetzt habe ich das Licht ausgemacht, jetzt dreht der gerade am Rad. Wow. Ich habe noch keine Spiritbox getestet, ne? Das könnte es sein. Hier wirft er gerade alles wie ein Bekloppter. Okay. Das ist vielleicht ein Meer. Weil der sich sehr komisch verhält. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Okay, keine Antwort auf der Spirit Box, aber der macht irgendwie mehr, wenn das Licht aus ist, gefühlt. So, mal schauen. Kein Frieren. Kein Buch. Hier hat er irgendwas geschmissen. Ach, da oben, das zeigt den EMF-Level an. Okay. Bist du einfach ein scheiß Onryo? Im Ernst jetzt? Gehst du wohl weg? Ich habe bestimmt schon 8-mal Parabole geflüstert. Komisch, der rastet immer total aus, wenn ich das Licht ausmache. Er hat versucht zu handeln. Er macht 3 und 2, okay. Wird das jetzt ein Null-Beweis-Durchlauf?
Show us, gib was das sein. Show us. Ich geh mal kurz nach der Sanity schauen. Okay, wir müssen nämlich gucken, wann er versucht hat zu handeln. Hm. 40, vielleicht ein mehr. Weil das Licht war die meiste Zeit an. Oh mein Gott, was ist denn hier mit der Performance los? Okay, Zeit zum Sterben. Ich habe schon wieder versucht zu handeln. Was? Das eine Foto hat nicht gezählt. Willst du mich eigentlich verarschen, Game? Brauchen wir ein Geisterfoto? Nein. Ach Mist, wir haben wieder kein Perfect Game. Das eine Foto hat nicht gezählt, warum auch immer. Und ich finde keinen Beweis. Ach ja. Und er huntet. Meine Tür ist auf. Ghost! Es läuft ein Keller, natürlich. Ghosty! Hallo! Ist meine Kopflampe aus? Ich hoffe es. Ghosty! Hallo! Es hängt da natürlich im Keller rum. Oder ist denn nach oben? Keine Ahnung. Normale Geschwindigkeit. Keine Ahnung, der hat uns nicht gefunden. Da schmeißt er das Bild runter. Ich habe keine Ahnung, was unser Beweis ist. Der hat bei ungefähr 40. Bei ungefähr 40 hat er gehuntet. Wir müssen nochmal den Hunt abwarten. Das ist echt komisch. Also der Geist, der gibt uns irgendwie gar nichts. Jetzt fummelt er wieder an Türen rum. Also keine Fingis, kein Frieren, kein Buch, keine Box. Er huntet. Ghosty, this way, hello. Ghosty, hier, hallo. Hallo. Normales Flackern. Bei ungefähr, sagen wir mal bei 13 habe ich sie gesmatcht. Okay, sie ist fertig. Das ist ein Kellergeist. Ich weiß gar nicht, hat sie den Boyker gekillt? Also es ist definitiv kein Yokai. Du kannst ja mal vom Truck aus jetzt gucken, wegen, wie heißt es, Oni und sowas. Okay, also 14:30 wäre irgendwas. Schmeißt aber ordentlich. Hier ist die inflationsheftige Parabol. Wir können in Parabol gut arbeiten. Das ist immer hier. Der Fluss ein Millionen Mal da rein. Sparabon mal hier, lassen wir uns mal gucken, wer das ist. Ja. Ja, kannst du ja machen. Geh mal in den Truck und guck mal wegen, wie heißt es da, was ich gerade eben gesagt habe. Ja, ja, mach ich, beobachte das mal mit dem Parabon. Oh, das was ist so schwundert, wenn du da alles hörst. Hand, versteck dich. Geist, komm her! Okay, definitiv kein Spirit. Hat sich jetzt versteckt. Also definitiv kein Spirit. Es war genau, wo jeder Geist handeln kann. Diesmal hast du aber überlebt, oder? Poltergeist? Ich habe ihn extra zu mir reingelockt.
Ja, ja, mach ich gut so. Ich mach hier in der Ecke im Wohnzimmer. So unendlich laut. Ja. Blöde Hans, sag ganz ehrlich. Das sind aber blöde Hans. Du kannst ja mal nach Dots Ausschau halten. Oh mein Gott, ich habe hier draußen so mega Performance-Probleme. Du kannst mal nach Dots Ausschau halten. Vielleicht ist es ja doch wieder ein scheiß Goreo. Vielleicht ist es auch ein Polti. Kontrollierst du gerade mal mit dem Parabol da von der Garage auf? Gott, ich habe nicht mehr viele Smudgies, ja? Was ist denn da mit dem Parabol? Ja, der wirft die Sachen und da ist irgendwo Wasser am Laufen. Schlüsterchen? Okay, dann haben wir zumindest den Beweis. Kein Revenant. Ich habe irgendwie so einen Mehrverdacht. Das kann auch sein, das müsste ich nochmal mit den Kerzen testen. Ich mach mal gleich eine an nach dem nächsten Hand. Meiling ist ja raus, Yokai ist raus. Also es ist kein Yokai, es ist wahrscheinlich auch kein Banshee, weil der nicht hier rüber gelaufen kommt. Ich verstecke mich jetzt erstmal nur. Sie hat sich gemerkt, dass ich vorhin hier war, deshalb kommt sie hier rein. Normalerweise kommen die hier nicht so rein. Okay, sie ist nach oben gelaufen. Hast du irgendwas gesehen? Ein Shapeshift oder so? Also schau ruhig auf den Kameras jetzt während der Hand. Ich gehe jetzt da eine Kerze rein tun, die kannst du ja mit der Kamera beobachten. Okay, Option bestätigt. Wo ist die denn jetzt hergekommen? Ich glaube, sie ist oben, oder? Ich glaube, diesmal kam sie aus dem Flur. Das ist sehr komisch. Wo ist die denn jetzt gespawnt? Sie kam aber nicht aus der Küche, oder? Doch. Also sie ging in die Küche, sie kam in die Küche rein und hat sich da gedreht, ist wieder raus. Nein, aber wo hat sie angefangen zu handeln? Ja, da am Flur, wo du jetzt gerade um die Ecke gegangen bist. Muss darauf achten, ob sie in der Nähe der Kerzen auftaucht, wenn sie anfängt zu handeln. Der Gast steht da im Sensor rum. Ja, siehst du das? Ich sehe, kommt die im Flur um die Ecke. Ja, sie spawnt genau da drauf. Okay, sie hat vergessen, dass ich hier bin. Okay, gut. Die Tür hat mich gerettet, also konnte ich mir den Smudge jetzt sparen. War ja jetzt nur ein Test, ne? Ich habe nur mal getestet, ob es auch reicht, die Tür einfach zuzuknallen, wenn sie mich da reinlaufen sieht. Anscheinend reicht es. Sie ist auf den Kerzen gespawnt. Entweder ist das ein Bug, aber das Licht ausschalten von... So, diesmal war die in der Nähe von den Kerzen und Shapeshift. Diesmal war eine Krabbel da, ist eben lief die. Na. Na, wie oft muss ich es noch erklären? Es gilt während des gleichen Hands.
wenn sie sich da verändert. Nein, dann ist es, ja, stimmt. Dann ist es nur, aber sie war jedenfalls in der Nähe von den Kerzen. Ja, ich habe extra nochmal geguckt, sie ist auf der Kerze gespawnt. Ja, ja. Mein Gott, jetzt hör doch auf so zu laggen gehen. Ist natürlich schwer, jetzt die ganze Zeit einen Mehrtest zu machen, ist auch gefährlich leider. Ich weiß nicht. Es fühlt sich an wie ein Meer. Sie hat erst ab 40 geerntet, weil wir hatten das Licht die ganze Zeit an. Ne? Sie ist auf den Kerzen gespawnt, also kein, Onryo. War denn irgendwas mit den zwei Türen passiert? Ich habe die eine Kamera in der Küche extra so hingestellt, dass man beide Türen sehen kann, wegen Yurei. Hast du da irgendwas gehört? Nee. Okay, also wahrscheinlich kein Yurei. Achte nachher bitte auf den Sensor, wenn ich sie nachher einmal smudge während des Hans, ob sie den Raum wieder verlässt. Also die Küche, da ist ja ein Sensor in der Küche und einer für den nach draußen. Du hast beide Türen aufgelassen, richtig? Da, sie ist gerade durch den einen reingegangen in das Gebäude. Ja, hab ich gesehen. Also in ihren Raum. Ach. Okay, sie kommt wieder zurück. Jetzt ist sie gerade hier vorne im Flur bei mir. Hast du das gesehen? Ja, ja, ich sehe, der hat es raus. Darauf musst du nachher achten, wenn ich sie smudge, ob sie rausgeht für 90 Sekunden oder nicht. Ob sie durch diesen Sensor geht, den sie gerade getriggert hat. Ja, okay. Ghost here, come here, ghost here, this way, hello, ghost this way. Okay, kein Shapeshift. Ich habe zumindest keinen gesehen. Ich habe irgendwie ein Meergefühl. Ich weiß es nicht. Ich habe sie jetzt gesmudged. Von jetzt an ungefähr eine Minute darauf achten, ob sie durch den Sensor läuft. Also eben ist sie durch den Sensor gelaufen, von der Küche aus. Ich gehe mal kurz rein und mache einen Mehrtest und mache die Türen alle auf, wegen Yurei. Ich habe keinen Smudge, das ist total... Die Türen waren noch aus. Okay, keine Reaktion aufs Licht. Ich will den Sensor gerne in der Nähe der Türen haben. Okay, ich bin gerade durch den einen Sensor da gelaufen. Der Geist ist aber, glaube ich, noch im Raum, oder? Hat hier schon ein ordentliches Chaos gemacht. Die hat hier alles zerlegt, wie das hier aussieht. Okay, sie ist noch da drin, ne? Sie kommt nicht raus, ne? Sie ist nicht rausgegangen, oder? Nee. Das war nur ein Lichtflackern. Jetzt ist sie gerade rausgegangen, oder? Ich glaube, der Smudge-Effekt ist vorbei. Oder warte. War sie nicht gerade von draußen nach drinnen reingegangen? Sie war, glaube ich, schon draußen, oder? Ja, das ist so reingegangen wieder, glaube ich. Muss ich jetzt echt meinen letzten Smudge verschwenden? Es ist schwierig. Du musst auf jeden Fall auf den Shapeshift achten im nächsten Hand. Das ist jetzt mein letzter Smudge. Ja, ich gucke nochmal. Will sie handeln oder nicht? Ja, die ist in der Küche. Durch den zweiten Sensor gelaufen. Ja, jetzt ist der Effekt ja vorbei. Der Effekt ist ja schon lange vorbei. Man muss das ja mal, die Hand ist jetzt wieder von dem Kerzen aus. Shapeshift. Ich denke, das ist ein Meer. Auch wenn sie nicht ihre Fähigkeit benutzt.
ungefähr bei. Ich habe sie gesmatcht, eine Minute lang darauf achten, ob sie den Raum verlässt. Ich laufe auch extra nicht in den Sensor rein. Keine Yurei-Tür-Interaktion, komischerweise. Sie ist aber drin, ne? Sie ist drin hinterm Kühlschrank. Und von da aus hat sie auch gespawnt eben vom Kühlschrank hin. Schwierig, jetzt hängen wir zwischen Meer und Yurei. Halleluja. Lauf. Sie hat mir hier draußen gerade ein Event gegeben. Super. Schwierig. Banshee? Denke ich nicht. Banshee würde hierher kommen. Sie hat wieder Wasser angemacht. Sie hat eben erst sehr spät angefangen zu handeln. Sie ist langsam. Warum ist sie jetzt langsam? Nein, das ist so laut. Ich wollte sie nur kurz hierher locken. Hast du die Schritte gerade gehört? Sie ist mega langsam. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Wo ist das Thermo? Wo ist das Thermo? Komm, 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 komm. 1,4, es friert nicht. Twin. Ist das ein Twin? Twin ist aber nicht mehr möglich mit dem Orb. Sie kam mir aber etwas schneller gerade vor. Der einzige, der etwas schneller sein könnte, wäre der Hantu, aber das ergibt keinen Sinn. Das war der Breaker, das war das, was hier losging. Sie kam mir jetzt gerade eben ziemlich langsam vor, sehr komisch. Ich will jetzt mal kurz gucken, ob das ein Mimik ist. Sie nicht so langsam. Warum ist sie jetzt so langsam? Ich bin total verwirrt. Es könnte auch ein Fay sein. Das ist sehr komisch. Deshalb vielleicht auch das 40%. Ja, mir fällt gerade ein Fay, wenn der ab 40% huntet, klingt die Geschwindigkeit normal. Und wir haben den jetzt noch mehr altern lassen. Ich glaube, das ist ein Fay. Ja, es ist auf Null. Ja klar, ist die auf Null. Ich bin ja die ganze Zeit hier drin.
Ich warte noch kurz eine Hand ab und wenn die jetzt wieder langsam ist, dann ist es bestimmt ein Fay, weil was anderes kann ich mir nicht erklären, was so langsam ist, weil ein Handtuch wäre schnell in dem Raum. Außerdem hätte ein Handtuch gefrieren als Beweis. Ich glaube, das ist ein Fay. Deshalb auch erst das ab 40% Handen. Weil wenn die Fays so altern, dass sie ab 40% Handen, ist die Geschwindigkeit so gut wie normal. Und jetzt zwischendurch war ich ja noch mal kurz ein paar Mal im Raum und sowas. Das hat sie bestimmt wieder altern lassen. Handelt sie? Ich höre gerade gar nichts. Hat die denn jetzt angefangen zu handeln? Ich habe das gar nicht gehört. Du hörst, wie langsam sie ist? Sie ist immer noch langsam. Okay. Das heißt, wir waren nur auf der falschen Spur. Schade, diesmal haben wir keinen Yuri in Edgefield, weil Yuris in Edgefield sind lustig. Die machen Action. Ja, sie war schon wieder langsam, ist ein Fay. Deshalb hat sie auch erst ab 40% gehuntet, weil wenn Fay ab 40 huntet, ist der, klingt der genauso schnell wie ein normaler Geist. Hast du Fay eingetan? Yes. Okay, Abfahrt. Sorry Leute, das ist jetzt eine mega lange Runde und ich habe die ganze Zeit so Lags. Ich hoffe, ich kriege die jetzt endlich mal weg hier. OBS spinnt die ganze Zeit rum. Also seit dem Nvidia-Update und dem letzten, den 0.5-Patch jetzt, weiß ich nicht, ist schlimmer geworden. Vorher war es besser. Okay, ich glaube, ich habe wieder ein Foto verschossen oder sowas. Oder wir haben, glaube ich, gar keinen Knochen. Doch, wir haben den Knochen, okay. Ja, was kriegen wir als nächstes? Leider, ja, den kann man jetzt nämlich auch, wenn es regnet, benutzen. Der ist nämlich wasserfest. Total cool. Also, lieber Fay, wie alt haben wir dich denn gemacht? 9-mal. Wir haben sie fast maximal altern lassen. Okay, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.